Und da sind wir auch schon wieder zurück bei Zelda und wir reisen direkt ins Wolkenmeer, denn wir müssen über ein Lied etwas herausfinden. Düdelüdel. Ha, da waren wir eben doch noch oben. Und jetzt müssen wir wieder zurück. Ohne Bardo, haha. Düdelüdel. Bin ich mal gespannt übrigens auch, wie Bardo da mal wieder hochkommen soll. So. Wer könnte denn was über das Lied wissen? Ja. Ich habe keine Ahnung, aber wir fangen einfach mal in der Ritterschule an. Das Lied ist zu Ende. Ja. Und wir landen hoffentlich bald mal. So, Parascha. Und ab dafür. So, jetzt mal gucken. Eventuellerweise einer der Lehrer weiß vielleicht was. Oder hier. Ich vergesse immer wieder den Namen. Schrecklich. Na, du wirkst ja schon viel fröhlicher, Xerox. Das ist die richtige Einstellung. Zelda wird nach Hause kommen. Du musst nur fest daran glauben. Das tun wir. Das tun wir. So, gehen wir mal hier rein. Ah ne, das ist ja Zeldas Zimmer. Verdammt. Meister Titors Zimmer. Komm, du weißt doch bestimmt was. Der Direktor hat mich gebeten, mich um Mia zu kümmern. Die ist vielleicht niedlich. Ich überlege mir selbst auch so ein Haustier anzuschaffen. Dass die alles nichts Interessantes erzählen. Hallo. So, gehen wir noch in das Zimmer vom Direktor. Aha, der weiß was. Erzähl. Oh, da bist du ja, Xerox. Ich freue mich, dass du wohlauf bist. Hast du etwas über Zeldas Verbleib herausfinden können? Haben wir. Ich verstehe. Oh, Zelda. Nein, ich darf nicht klagen, sonst wird die Last, die du auf deinen Schultern trägst, nur noch schwerer. Was? Du willst den Text des Liedes erfahren, das Zelda am Tag der Vogelreiterzeremonie gesungen hat? Ich helfe dir ja gerne, aber ich bin wirklich kein großer Musiker. Der Text genügt. Nein, komm, bitte singen. Jetzt hör schon auf mit diesem Unfug. Den Text kann ich dir aufsagen. Moment mal. Ein Jüngling geleitet von der Göttin wird Himmel und Erde verbinden und das Licht bringen. Punkt, Punkt, Punkt. Und weiter geht es um. Er wird zwei Flügel zum Turm des Lichts führen. Ein Weg wird. Nein. Ein Weg wird sich öffnen, das Echo des Liedes erschallen. Dies ist der Text des Liedes. Der Turm des Lichtes ist der Turm am Dorfplatz. Aber die großen Flügel, wenn man die zwei Flügel zum Turm am Dorfplatz führt, passiert also etwas. Zwei große Flügel. Okay. Zwei große Flügel. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Faye, du hilfst uns doch so gerne. Du hast mich gerufen, Gebieter. Nächstes Ziel. Schuldirektor Gepora erinnerte sich an die Hymne der Göttin und rezitierte eine Strophe daraus. Sie besagte, dass die zwei großen Flügel auf dem Turm des Lichtes am Dorfplatz. Moment. Sie besagt, dass die zwei großen Flügel auf dem Turm des Lichtes am Dorfplatz des Wolkenhorts ausgerichtet werden müssten. Die Bedeutung dieser Worte ist mir unklar, doch ich empfehle dir, im Wolkenhort nach etwas zu suchen, das großen Flügel ähnelt. Momentane Spielzeit. 5 Minuten. Gesamtspielzeit. 22 Stunden. Ja. Ich würde sagen, wir sind schlecht in der Zeit, aber das liegt ja auch am
ja, teilweise rumstehen, während man nicht aufnimmt. So, wir brauchen also Flügel, okay? Da sind zwei große Flügel, aber wie sollen wir die da hinten hinbekommen? Wir laufen erstmal zum Dorfplatz. Ich meine zumindest, das wäre der Turm des Lichtes da hinten. Flügel, ja? Flügel. Vielleicht mit einem Vogel? Ach! Wir haben jetzt hier so ein magisches Dingenskirchen hier, unserem... Moment. Das geht überhaupt nicht hier. Moment. Unserem Barbie-Strahl. Ha! Ja, es funktioniert. Okay. Wir richten jetzt die Windmühle, also das Windrad. Verdammt. Ich dachte, der stoppt automatisch. Jetzt dürfen wir das noch eine ganze Runde weiterdrehen. Na klasse. Weil ich glaube, die zwei Windräder müssen in die Richtung von dem Turm, ja, gestellt werden. Gedreht. So. Und dann hoffe ich, können wir nach unten wieder und endlich wieder einen Tempel betreten. So. Bleib stehen. Perfekt. Und die Fernbedienung. Die Wiimote ist wieder ganz woanders. So, da hinten steht der andere Turm. Ach. Ach, sieh mal einer an. Der Gruß. Hast du ein Problem? Oh, hallo, Xerox. Danke für den Ausdauertrank neulich. Dank dir konnte ich noch ganz viele Liegestützen extra machen. Und jetzt läuft alles schon viel besser. Ich schwöre dir, irgendwann werde ich bestimmt auch so stark wie du, Xerox. Viel Glück dabei. Wir sehen uns dann später. So, jetzt erstmal zum Turm da hinten. Ausdauerfrucht, komm! Ja! Und weiter, 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 weiter! So. Hey, Link, mach jetzt nicht schlapp. Hey, wer. Hey, was willst du denn hier? Sag an. Du hast doch tatsächlich meine kleine Cookie gefunden. Ach, du bist der Vater von Cookie. Du bist ein toller Kerl, Xerox. Vielen Dank. Übrigens, findest du nicht, dass das Wetter heute hervorragend ist? An so einem Tag würde ich am liebsten in der Kürbisbar sitzen und mir ein Glas kalte Limonade gönnen. Aber die haben nur Kürbissaft dort. Die haben keine Limonade. Aber ich muss ja diesen Schrank für meine Frau reparieren. Ach, wie mich das nervt. Dann... Hey, da hat jemand das Windrad geklaut. Was ist denn los, Xerox? Da hat jemand das Windrad geklaut. Interessierst du dich für dieses tolle Windrad hier? Es lässt sich so ausrichten, dass es den Wind immer optimal nutzt. Naja, zumindest war das mal so. Hier fehlt ein kleiner Propeller und deshalb lässt sich das Ding nicht mehr ausrichten. Eine Schande. Der Propeller ist wohl irgendwann mal nach unten gestürzt. Nein! Dann kriegen wir den nie. Seitdem steht es hier leider nur nutzlos in der Gegend herum. Kein Mensch denkt daran, sich darum zu kümmern. Ich empfehle, den Windradpropeller im Erdland zu bergen, um das große Windrad bewegen zu können. Oh, von da kommen wir doch gerade. Was, ob ich das Windrad reparieren kann, wenn du mir den Propeller bringst? Tja, ich könnte es mal versuchen, aber dazu brauche ich eben den Windradpropeller. Ja, den holen wir dir jetzt. Heul doch nicht. Wie willst du denn überhaupt nach dem Propeller suchen? Schließlich ist er nach unten in die Wolken gefallen. Da fällt mir was ein. Sprich doch mal mit Doruko aus der Werkstatt. Der hat doch so einen kleinen fliegenden Roboter, der seinen Ahnen gehörte. Ich habe gehört, früher soll dieser Roboter Zeug durch die Gegend transportiert haben. Naja, alte Geschichten von Dorukos Familie. Ich weiß ja nicht, ob was dran ist. Okay, wofür brauchen wir jetzt den kleinen Roboter? Dann gehen wir eben zu Doruko. Noch schnell einmal.
Wo ist die Musik? Ah. Moment. Zack und zack. Hey. Juhu. Ich hoffe echt, dass wir nicht allzu viel machen müssen, um an das Windrad zu kommen. Denn irgendwie wird gerade alles in die Länge gezogen, mal wieder. Und ich hasse das, wenn irgendetwas künstlich in die Länge gezogen wird. Aber das mit den Windrädern scheint ja schon... Ach du Krit... Oh. Guckt euch das an! Ey. Warte, erst will der sprechen. So. Ah, ihr kommt gerade richtig, werte Herr. Ich habe ein neues Item in meinem Sortiment. Ihr könnt nur den heiligen Schild erwerben. Werft euch einen Blick darauf, wenn ihr möchtet. Ja, würde ich schon gern. So. Ihr interessiert euch also für einen heiligen Schild. Dieser Schild wird seinem Namen weihlich gerecht. Er repariert sich von selbst und widersteht sowohl Feuer- als auch Elektroangriffen. Ein Wunderding. Nur geht er zu meinem Bedauern sehr schnell kaputt. Aber das könnt ihr mit eurer Technik ganz bestimmt wieder wegmachen. Das macht 500 Rubine, mein Herr. Haben wir nicht. Du blöde Sau, kauf den Schild. Wir haben nicht 500 Rubine. Du Egoist. Hier hat er nichts. Lauf mir nicht hinterher, Mann. Lauf. So. Hier ist Doruko. So. Hey, kleiner Freund, du guckst ja belämmert rein. Wie, du hast eine Bitte an mich? Ganz genau. Was? Der Roboter meines Opas? Kommst du denn etwa auch, um mich auszulachen, weil er mir nicht gelingt, weil es mir nicht gelingt, ihn zu reparieren? Nein? Was sagst du? Du willst mit meinem Roboter etwas aus der Welt unter den Wolken holen? Heißt das, du glaubst mir die Sache mit meinem Opa und dem Roboter? Das freut mich ja, aber ich glaube nicht, dass ich dir eine große Hilfe sein werde. Der Roboter ist leider... Da, sieh ihn dir an. Er heißt Trapo. Naja, er sieht aus wie ein Haufen Schrott, oder? Wir brauchen einen Zeitstein. Es heißt, man könnte ihn einst rufen und allerhand Sachen von einem Ort zum anderen transportieren lassen. Aber jetzt, ach, du siehst es ja selbst. Er funktioniert einfach nicht mehr. Opa sagt, man könne ihn reparieren, wenn man den Extrakt einer Blume als Schmieröl verwendet. Es handelt sich dabei um eine Äonenblume. Aber von sowas habe ich noch nie gehört, geschweige denn habe ich je so eine Blume gesehen. Hier bitte. Oh, was sagst du da? Du hast so eine. Das ist ja fabulös. Ja, ne? Düdelbibidel. Ja, das ist eine Äonenblume. Tatsächlich. Die Essenz der Wurzel gibt ein absolut hervorragendes Öl ab. Unglaublich, damit kann ich mein Trapo endlich reparieren. Warte einen Moment, ich mach mich gleich an die Arbeit. Das sind diese kleinen Roboter-Dinger von unten. Und fertig. Krass. Und der Kleine freut sich. Danke, ich bin wieder voller Energie. Ich bin jederzeit bereit, wenn es etwas zu transportieren gibt. Wer ist denn der grüne Wicht? Oh, was habt ihr gegen Grün? Er spricht, Trapo spricht. Ich bin der beste Mechaniker aller Zeiten. Guck mal, Trapo. Der grüne Kerl hier hat mir geholfen, dich zu reparieren. Also sei ihm dankbar, verstanden? Dieser Wicht. Undankbares Vieh, ey. Also gut, vielen Dank, dass du dabei geholfen hast, mich zu reparieren. Reicht das? Also wirklich, wie sprichst du denn mit deinem Lebensretter? Sei ein guter Roboter und hilf ihm, ja? Unser Freundchen hat nämlich Arbeit für dich. Pap, das ist mir doch egal. Ich rede, wie ich will und basta. Und ich lasse mich doch nicht von so einem Wicht herumkommandieren. Faye, mach ihn fertig. Los, Faye. Setz Donnerschock ein. Faye! Los jetzt! Setz Donnerschock ein! Faye!
Du Doofe. Naja, Leute, hier beende ich erstmal den Part und im nächsten Part gucken wir, was Faye zu sagen hat. Und dann versuchen wir weiter Donnerschock einzusetzen. Oder Feuerball. Oder sonst was. Also, ciao!